dafür. Genau, und wir können nicht mal was dafür, dass wir hier diesen Bug haben, ne? Ja, das, also, kommt wie gerufen. Das ist aber auch krass da mit den Schafen, ne? Das ist übel. Alter. Vor allem, das werden ja nicht weniger. Boah. Das werden ja immer mehr. Das ist hier total krass hier. Das erste Mal, wo ein Bug richtig positiv ist. Ja, ne? Das ist ein Bug, der nicht auf den Keks geht. Sondern der nützlich ist. Vor allem jetzt hier fürs Let's Play. Das ist echt passend. Ja, wie man es nimmt. Andere Leute könnten jetzt schön schlafen. Scheiße, jetzt ist die Schere kaputt. Ich hab noch. Eine Schere? Ah, ich habe auch noch eine. Ich habe ja noch eine gemacht. Ich bin's gerade nur, die habe ich gerade nicht gesehen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Den Wald vor lauter Schafen. Ja, das ist alles relativ. Boah. Jetzt haben wir hier jede Menge rote Schafe, gelbe Schafe, weiße Schafe. Boah. Das reißt nicht ab, die vermehren sich und vermehren sich, ey. Hier hinten ist total krass. Das gefällt dir, ne? Natürlich. So. Wenn wir mal genug Dörte haben, können wir bei Gelegenheit dort hinten mal auffüllen, ne? Wo wir noch offen gelassen haben. Jo, aber jetzt sind wir erstmal hier am Leuchtturm. Ja, eins nach dem anderen. Ist ja eigentlich mal aufgefallen, dass irgendwie 90% aller Minecraft-Spieler einen Leuchtturm bauen. Scheint sich wohl anzubieten. So am Rande erledigt. Wir müssen mal was Außergewöhnliches bauen. Ja, eine Tittenbar. Die benennen wir auch nach dem Erbauer. Die Tora Tittima. Die Titti Tora. Die Titti Tora. Oh gut, ey. Wie hieß eigentlich nochmal die Bar aus From Dusk Till Dawn? War das nicht der Titi Club? Ich glaube. Ja, da dürfte es gewesen sein. Also du hast jetzt genug für die nächste Lage Weiß auf jeden Fall, ne? Für Weiß auf jeden Fall, ja. Rot fehlt immer nur ein bisschen. Jetzt wäre ich gerade abgestürzt. Ist schon eine beachtliche Höhe jetzt, also kann schon schmerzhaft sein, jetzt abzurutschen. Tja, out of rote Wolle. Reicht es nicht? Nee. Scheiße. 21 habe ich noch. Wie viel brauchst? Ein Stack. Oder ein halbes. Oder etwas über ein halbes. So, drei Viertel. Okay. Ja, dann musst du dir nebenher wieder eine andere Beschäftigung suchen. Ja, ich habe da eine Empfehlung. Die überschüssige Wolle, die ich übrig habe, die zu viel. Ich habe da eine Empfehlung. Du könntest ja dich nach und nach auf die Socken machen, vom Dschungel die Sachen rüberzutragen. Weil da sind wirklich Sachen drin, die wir noch brauchen können im Momentan. Die liegen alle im Dschungel in der Kiste. Kannst du ja nebenher praktizieren. Mach ich mir mal die Taschen näher und dann bring ich mal rüber.
bleibe ich schon am Mikrofon hängen, weil das hier so direkt vor meiner Schnauze ist. Damit ich nicht so laut reden muss mitten in der Nacht. Hat es wenigstens wehgetan? Nee. Ach, schade. Das ist wie so, oh, hat's wehgetan? Ja, eine Runde mit Leid. Oh, wolltest du schon mal auch. So, das Wandern ist des Crafters Lust. Ach ja. So, einmal Wolle. Ich sehe schon den Dschungel. Oh, ein Ozelote. Ein Ozelot. Ein Ozelot. Na, wo willst du den kurzen? Tut mir leid, ich hab oh, noch einer. Alter. Ich sage, ich habe mich ja damals leider schon gewundert. Aber die vermehren sich ja jetzt auch. Na, ich habe leider keine Fische für euch. Tut mich sorry. Epic Mist, würde ich mal sagen. Schon kacke mit der Vermehrungsgeschichte. Apropos, wo sind eigentlich unsere Ozeloten hin? Also meins steht irgendwo dort hinten beim Multiverse-Portal. Und das aber andere ist irgendwo auf dem Dschungelbaum. Das ist gestorben, glaube ich. Wieso? Tragischerweise abgebrannt. Verdächtiger wird gesucht. Hätte ich das eher gewusst, ey. Ich mag Katzen, die schmecken wie Hühnchen. Schön auf dem Grill. So. Bisschen Pfeffer, ja. Bisschen Salz. Bisschen Barbecue-Soße dann noch dabei. So. Alter, mir tut langsam die Knochen weh, ey. Weil ich so müde bin. Mann. Vom Sitzen oder was? Mhm. Ja. Nicht so wehleidig. So, was haben wir hier? Wir haben hier Holz. Doch eine Schere, Bone Meal. Also Bone. Da ist das ganze Bone Meal abgeblieben. Weil wir hatten mal über 64 Knochen hatten wir mal. Die sind alle abhanden gekommen. Boah, da ist hier Holz, da gibt's gar nicht. Das sind nochmal 2 oder 3 Stacks, die wir nicht gebraucht haben. Aber die würde ich mal teilweise dort lassen. Holz? Sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unbearbeitetes Holz. Dann lass mal da ein bisschen Watte, aber 2 Stacks oder so würde ich dort lassen, weil wir brauchen dort wahrscheinlich ja nochmal, wenn wir dort weiterbauen. Aber ansonsten ne 10, 11 Stacks, boah, da wird immer mehr. Ulala. Ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt nicht, was wir jetzt von hier aus groß gebrauchen können. Also ich nehme das Bone Meal mal mit und die Schere. Ich habe die ganzen Sachen schon mitgenommen hier, Diamantspitzhacke und sowas, weißt du? Ja, und alles andere wüsste ich jetzt nicht. Hier ist noch ein bisschen Dirt und ein bisschen Melonen. So, ich schaff dir mal ein ganzes Deck rote Wolle in deine Kiste. Dann kannst du dort nämlich weiterarbeiten und nochmal 2 Stacks weiße Wolle. Boah, Zäune haben wir ja auch noch oben was. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Krempel noch hier lassen. Ja, ne? Wir haben da unsere kompletten Inventare abgelegt. Da waren auch Spitzhacken, alles noch drin. Puh, der Leuchtturm, der braucht noch ein bisschen, ey. Och, schon wieder ein Ozelot. Grill. Ich bin keine 2 Minuten hier, ey, direkt schon. Beeil dich, die Grillen zirpen. Komm dann erstmal ins Wintergärtchen. Ja, ich bin unterwegs. Hier an dem lustigen Wasserback vorbei. Ja, ich sehe dich. Den muss ich erstmal da heben, hier den Wasserback.
Da müssen wir nachher einmal drüber gehen, ja. Da habe ich, glaube ich, geliftet mit Vortex. Oder Vortex, so wie das Ding heißt. Warum macht er den jetzt nicht? Ist der doof? Der sollte doch eigentlich... Jetzt. Ah. Jetzt. Gut. Dann begleite ich dich mal als Kameramann. Als Kameramann. Also, bevor jetzt jemand meckert von wegen, Cheater. Das sah scheiße aus. Das ist noch ein Fehler, den haben wir oben nicht ist noch gewesen, weil wir ja die Map einmal etwas bearbeiten mussten, genau, weil da ja mal ein Fehler war. Was ist das eigentlich hier? Ach so, okay, ja, alles klar. Hat nichts gesagt. Das da drunter, das ist unsere Bahnlinie. Ja, ja, die Bahn. Sieht doch schon mal gut aus, der Leuchtturm. Oh, Lilipad. Ich sehe den von mir aus mal gar nicht. Den Turm? Ich schon. Jetzt ist er aufgeploppt. Aber war interessant, ich konnte alles, was hinter dem Turm war, schon sehen. Nur den Turm nicht. Boah, das wird ein riesen Körper, ey. Also, Wolle ist in deiner Kiste, ne? Jo, kann ich dir jetzt schon sagen, wird nicht reichen. Ich schmeiß das ganze Zeug, was ich mitgebracht habe, mal jetzt erstmal hier rein. Also ich mich da um die Wolle kümmern kann. Ach, warte mal, komm mal zurück. Ja. Ich hab noch was, da kannst du mit anfangen, glaube ich. Ja. Hast du auch noch eine Schere? Ja. Oh. Fail. Danke. So, kommst du aufs Ohr? Ein bisschen klacken. Ach so, ist schon wieder soweit. Jo. Und die Treppe müssen wir, glaube ich, innen drin verlaufen lassen, in der Mitte, weißt du? So eine Wendeltreppe. Naja, dann gucken wir mal. Ich habe jetzt, wie gesagt, erstmal nur gemacht, damit ich da vernünftig hochkomme zum Weiterbauen. Jo. Jo, jo. Jo, jo. Kann man ja schön Etagen einbauen. Und ich gehe wieder Wolle farmen, weil wir brauchen ja noch massig, ne? Jetzt kann ich erstmal hier die rote Seite, die rote... Wie Wolle, macht man denn aus Lapis Lazuli den Farbstoff für die blauen Schafe? Einfach nur mit Lapis... Einfach nur mit Lapispulver färben. Cool. Immer. Soweit ich weiß zumindest. Versuchen wir das doch mal. Dass wir noch zwei, drei blaue Schafe haben. Weil ich muss zugeben, das habe ich noch nie gemacht. Weil wir haben jetzt so viele Schafe, dann können wir auch ein bisschen blaue Wolle von denen generieren lassen. Kann man bestimmt auch mal brauchen. Ja. Musst du nur aufpassen, dass wir nicht zu wenig weiße Schafe haben am Ende. Ich muss mich ja echt langsam nach oben kämpfen, ey. Im Spiel oder im übertragenen Sinne? Nee, hier im Spiel. Ich dachte schon. Also hier für den Turm halt. Wo haben wir denn weißes Schäfchen? Da hinten. Nehmen wir mal Lapis Lazuli. Versuchen wir das doch einfach mal. Ja, das geht. Blaue Schafe. Zwei Stück. Mehr brauchen wir nicht. Okay. Upp. Habe ich mir das ja mal richtig gedenkt. Jo. Das ist aber die dunkelblaue. Wie macht man denn dann die hellblaue? Hm. Ja, misch mal Lapis mal mit Knochen, mit Bone Meal. Vielleicht geht das. Weil Tatsache, ich weiß, hellblauer Farbstoff. Ja, siehste. Guck mal, bin ja doch zu weit zu gebrauchen. Deswegen bist du hier. Ja, vor allem brülle ich nicht mit LOL, Ruffel, hab und so ins Teamspeak. Das ist auch sehr sinnvoll, weil das ist mit den anderen schon mal der Fall gewesen und dann hatte ich dieses Gruppen-Let's Play wieder abgeblasen. Das wurde nämlich dann auch für mich auf Dauer zu stressig
Wenn er zu viel Überhand nimmt, dann ist das einfach. Nee. Scheiße. Einfach scheiße. Vor allem dann auch generell immer dieses laute Rumgebrülle im TS, meine Güte. Ja, ja. Hat man ja heute auch gesehen, ne? Oh, das war ich. Oder cool, gestern. Ey, 5 Minuten da, ey. Das hat dir gefallen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich nenne jetzt mal keine Namen, aber ich glaube, du weißt, wen ich meine. Ja, ja. Kann man die auch wieder umfärben mit Bone Meal? Wie gesagt, mit den Färben und so, da habe ich echt keine Erfahrung, keine Ahnung. Also, dann müsste bestimmt gehen, die wieder umzufärben. Ich probiere das vielleicht mal. Ich habe mir das jetzt nur mit dem Färben, mit dem Lapis und mit dem Bone Meal und so, habe ich mir selber jetzt einfach nur mal so zusammengereimt. Das klappt sogar. Warte mal. Ich versuche jetzt mal. Ja, mit Bone Meal kannst du wieder weiß färben. Zu geil. So. Also wenn wir mal zu viele rote Schafe haben, können wir sie wieder weiß färben. Hat doch was Gutes. So, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich jetzt hier Scheiße baue oder ob das was wird. Weil du es spitz zulaufen lässt? Ja, nee, das sollte nur ein bisschen enger werden jetzt, weil jetzt gleich kommt ja der... Ja, wo die Glühbirne reinkommt, die Etage. Das ist aber ja schon ganz oben, oder? Nee, wir haben noch. Also bis zu den Wolken ist noch ein ganz schönes Stück. Ich wollte aber auch nicht mehr viel höher. Ich wollte jetzt auch eine rote Reihe noch drauf machen. Eben. Und dann schon anfangen hier mit dem, wo die Lampe normal ist. Genau. So, ja, weiß ist fertig. Jetzt kann ich mit dem roten erstmal. Rot bin ich schon wieder am Farmen. Habe ich schon wieder 18 Stück. Dauert aber. Ich könnte natürlich alle Schafe jetzt rot färben und die nachher wieder auf weiß umfärben. Ah, da verschwendest du so viel Bombe hier. Naja. Das macht, glaube ich, nicht ganz so viel Sinn. Oh. Ich kann ja mal hier die Treppen weiterbauen, wenn ich wieder hochkomme gleich. So, wupsi, wo haben wir denn hier noch rotes, gleich zwei, drei Stück auf einem Haufen. Muss man mal dran denken, was zu futtern hier. Ich bin gut gesättigt im Moment. Oh, Entschuldigung. Das hat jetzt gerade voll gepasst. Was gibt's noch für Wollefarben? Was kann man mit der Kakaobohne machen? Braun. Die gibt's aber voll selten, die Kakaobohne, ne? Die müsste man dann immer vermehren lassen, sonst wäre das ja extrem blöd. Es gibt auch noch Pink. Aus was? Ich habe keine Ahnung. Ich vermute aber mal... Rosenrot und, und Bone Meal. Ja, ist rosafarbener Farbstoff. Dann gibt es halt noch grün, gelb hatten wir ja, blau, hellblau, grau, hellgrau. Das ist die Frage, aus was man die grauen macht. Puh. Wahrscheinlich aus Clay oder so. Behaupte ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, was jetzt. Können wir ja mal nachsehen irgendwann. Brauchen ja jetzt nicht alle Farben Wolle, also bisher nicht. Aber das ist natürlich gut, wenn wir jetzt hier massig Schafe haben, die wir dann färben können und so. Das ist, kann nur ein Vorteil sein, wenn wir mal was aus Wolle bauen müssen, dürfen, sollen. Ist das doch gar nicht so blöd, oder? Nee. So, hier ist auch eine Wasserabstufung, ist aber, weil ich da wieder Dirt geklaut habe. Mm-mm.
Lalalalalala. So, wie viel Wolle brauchst du dann als nächstes?